Was ist eine Blockchain und wie funktioniert sie? Das erkläre ich dir im heutigen Video auf meinem Kanal Skilled Crypto Education. Simon hier, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Blockchain ist im Prinzip einfach eine Kette von digitalen Datenblöcken und wie bei einem Turmbauspiel wächst die Kette immer Block für Block weiter. In jedem Block befinden sich also Daten und Transaktionen, das heißt, man kann das Ganze mit einem Buchhaltungssystem vergleichen. Der Vorteil davon, die Datenketten sind auf einer Vielzahl von dezentralen vernetzten Rechnern gespeichert. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem zentralen und einem dezentralen System? Am besten lässt sich das Ganze eigentlich mit einem alltäglichen Beispiel erklären. Zum Beispiel, du schreibst mir jetzt eine Nachricht auf WhatsApp, zum Beispiel: Wie geht es dir? Diese Nachricht wird jetzt zuerst mal an den WhatsApp-Server geschickt. Dort wird sie zuerst verarbeitet und gespeichert und dann erst an mich weitergeleitet. Das heißt, die Daten befinden sich jetzt in der Firma und die verfügt über diese. So funktioniert ein zentrales System und da stellt sich eben die Frage, ob das Ganze auf Dauer wirklich sicher ist und auch wirklich vertrauenswürdig sein kann. Schauen wir uns aber mal das dezentrale System an. Du schickst mir wieder die Nachricht, wie geht es dir? Jetzt geht die Nachricht aber nicht an einen Server, wo sie direkt gespeichert wird, sondern an ein Netzwerk aus unabhängigen Computern, welche auf der Welt verstreut sind. Das heißt, jeder Computer übernimmt einen Anteil der Arbeit und niemand kann auf die komplette Nachricht wirklich zugreifen und diese abspeichern und vor allem auch die Daten von abspeichern. Und so kommt die Nachricht dann sicher bei mir an und so funktioniert auch dann ein dezentrales Netzwerk. Und Blockchains ermöglichen eben jetzt aber auch nicht nur ein dezentrales Netzwerk, sondern auch Smart Contracts. Das heißt, die Blockchain ist so programmiert, dass wenn ich sie jetzt über den Smart Contract zu einer Handlung auffordere, sie diese automatisch ausführt. Das heißt, das spart dann erstens enorm viel Zeit und macht auch vieles um sehr, sehr viel günstiger. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche, wie in meinem allerersten Video mit dem Immobilienverkauf, spare ich mir sozusagen eigentlich die Provision für den Makler und kann mir eben diese Kosten sparen. Ja? Und dass du jetzt auch den Smart Contract Tronchain für dich verwenden kannst, findest du in der Beschreibung den passenden Link dazu. Und um die kostenlosen 105 Tron dafür zu verwenden, abonniere einfach jetzt diesen Kanal, like das Video und folge mir auf Instagram, sodass wir uns kurz austauschen und ich dir die 105 Tron gleich senden kann. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Simon von Skilled Crypto Education.